Ja, hallo Leute, hier ist wieder Thorsten von Weiß nichts Welt und heute ist mal so ein etwas anderes Video. Ich wollte heute einfach mal so ein Stand der Dinge Video machen. Gut, Stand der Dinge geht es jetzt natürlich auch hauptsächlich erstmal hier um diesen YouTube-Kanal. Und da muss ich echt sagen, da möchte ich euch einfach mal Danke sagen, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr jetzt schon die Abonnenten die 110 fast erreicht habt. Das finde ich super. Also scheint ja nicht ganz uninteressant zu sein. Ich bedanke mich bei allen, die auch die Videos kommentieren, die Diskussionen mit mir starten, bei denen, die mir auch E-Mails schreiben, auch. Gut, sind ein paar Hater dabei. Also, naja, Hater. Es sind ein paar seltsame E-Mails gekommen. Sagen wir es mal so, ist aber nichts, was ich nicht verkraften könnte. Ja, ich habe ja einen großen Puckel, da rutscht vieles runter. Gut, ja, was soll mit meinem Kanal in nächster Zeit passieren? Ich habe jetzt noch ein paar Videos zu drehen, ich habe immer so einen Plan, was ich noch alles machen will. Und wenn ihr mal Vorschläge habt, was ich noch machen könnte, ruhig mal hier unten in die Kommentare rein. Da kann man ja eventuell mal was aufgreifen, was man eventuell mal noch drehen könnte oder ein Thema, dessen ich mich mal annehmen kann. Gut, ich verspreche jetzt nicht irgendwie alles zu drehen, was da oder alles zu allem was zu wissen, was da kommt, weil kann ich ja auch gar nicht. Aber wäre ja vielleicht mal eine Idee. Ja gut, was ist noch zu YouTube? Ich bin im Moment noch ein bisschen am Kämpfen mit dem YouTube-Algorithmus. Muss mich da durchfinden, wie meine Videos überhaupt gefunden werden, weil es ja nicht ganz so einfach ist, wenn man noch relativ wenig Abonnenten hat. Aber ich hoffe mal, dass dann irgendwann das auch einfacher geht und dass dann irgendwann meine Videos vorgeschlagen werden und ein bisschen mehr verbreitet werden. Ihr könnt sie natürlich auch immer teilen, wäre natürlich auch nett, wäre super sogar, dass andere das auch sehen. Es ist, wie gesagt, jeder, der sich da in diesem Prozess befindet, neue PV aufzubauen, denke ich, kann das interessant finden. Ich habe da ja auch entsprechende Rückmeldungen schon erhalten. Ich habe auch ein paar Anfragen bekommen schon bezüglich eigener Solaranlagen, also Planung von einigen Usern. Ich versuche das so gut wie möglich zu begleiten. Ich bin kein Installateur, kein Solateur, kein Fachmann in dem Sinne. Also ich kann immer nur so ein bisschen Hilfestellung geben, soweit mein Kenntnisstand ist. Demnächst kommen auch nochmal Videos zu dem Thema, wie man eigentlich grundsätzlich seine PV-Anlage planen kann, beziehungsweise was für Hilfen man findet. Da mache ich jetzt demnächst nochmal ein Video zu. Ist also schon im Drehplan drin. Gut. Ist heute der 14. 14.01. ist heute, also am Montag kommt das Video raus. Ich habe 109 Abonnenten. Und das finde ich gut. Also 4 Wochen, glaube ich, ist mein Kanal jetzt ungefähr alt. Und ich finde es echt gut. Ich hätte da nie mit gerechnet. Ich muss mich echt bei euch allen bedanken. Und naja, ich versuche allen Wünschen so einigermaßen nachzukommen, beziehungsweise meine Anlage natürlich weiter vorzustellen. Ja, ich habe gestern noch ein Vorstellungsvideo gemacht, also zu meinem Kanal. Und zwar habe ich das gemacht mit dem Felix von Money for Future. Der wird das also irgendwann demnächst mal ausstrahlen. Wann das kommt, weiß ich nicht. Ich denke mal aber, es wird wohl nicht so ewig lange dauern. Der hat wohl auch noch viel auf seinem Plan, aber ich schätze, dass das bald mal rauskommt. Und es war ein super nettes Gespräch, wir haben uns wirklich nett unterhalten und was fand ich eigentlich auch ganz toll, mal so ein bisschen Austausch zwischen zwei Kanälen zu betreiben. Das ist, glaube ich, eigentlich auch mal ganz sinnvoll, weil wir auch ja ein ähnliches Thema haben und sind uns da auch ziemlich einig, dass man, naja, jetzt alle eigentlich dazu bringen sollte, ruhig mal ein bisschen PV aufs Dach zu packen. Gut, das bringt mich zum nächsten Thema, PV aufs Dach, also meine PV-Anlage, wie ist der Stand da jetzt? Ich habe gestern von meinem Installateur das NAP, das Netzanschlussbegehren, zur Unterschrift bekommen. Endlich. Ich habe da mal nachgefragt, weil das sollte längst da sein. Es kam aber nicht. Sie hatten es wirklich vergessen. Gut, den Vertrag darf ich ja nicht unterschreiben. Also den eigentlichen Installationsvertrag darf ich nicht unterschreiben, wegen der Förderung, die ja immer noch nicht entschieden ist. Das ist also noch ein Trauerspiel. Und ja gut, ich habe das dann heute weggeschickt. Ich schätze mal, dass die es morgen haben, dann einreichen. Und naja, wir müssen mal da nochmal diskutieren, weil der hat, was ich also eigentlich ganz toll finde, die haben da einen Plan dabei, wie das ablaufen soll, also wie die
wie die nächsten Schritte der PV sind. Das haben die auch mal, so einen schönen Ablaufplan dabei. Und da steht dann irgendwann Installation und dann Inbetriebnahme mit dem Netzbetreiber. Und in Klammern Zählerwechsel. Und da muss ich nochmal drüber diskutieren. Das kommt mich ein bisschen darauf an, wann die kommen und installieren. Wenn die im Januar noch installieren, wird der Zählerwechsel niemals mehr stattfinden. Und eine Inbetriebnahme ist nicht unbedingt an den Versorger gebunden oder an den Netzbetreiber gebunden. Und wenn man da gerade noch in diesem Monat reinkäme, würde man ja mehr Einspeisevergütung bekommen. Also müssen wir das nochmal ausdiskutieren, dass wir die Inbetriebnahme direkt nach Fertigstellung der Anlage machen. Also nicht unbedingt auf den Netzbetreiber warten, außer der ist gleich zufällig mit am Ort. Ich weiß auch nicht, wie gut die vernetzt sind, wie schnell das bei denen geht. Also der Installateur zum Netzbetreiber. Müssen wir mal abwarten. Ja, wir werden demnächst hier jetzt die Gerüste aufbauen. Da steht nämlich noch ein bisschen was im Weg da draußen, das muss ich noch wegräumen. Und zwar kommt das zum dritten Thema, das ist dann die Firma. Aber wir werden jetzt bald mal anfangen. Also ein Kollege von mir oder Bekannter von mir, der hat ein Gerüst, das kommt hier in den Innenhof. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das noch rechtzeitig hinkriegen. Und dann mein Gerüst, mein großes, kommt dann auf die große Seite. Das filme ich dann sicherlich auch noch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Aufbau filme, ob das überhaupt von Interesse ist für euch. Ich habe letztens einen YouTuber gesehen, der seinen Schnee mit einem Rasenmähertrecker weggeschoben hat und hat da ein riesig langes Video von gemacht. Naja gut, also manchmal scheinen ja Dinge von Interesse, was wir gar nicht ahnen. Also ich werde wahrscheinlich ein Video davon machen. Wenn ihr es dann sehen wollt, anschauen wollt, wie das so gemacht wird, könnt ihr es gerne tun. Wer es dann nicht sehen will, klickt es einfach nicht. Ist sowieso immer so. Also es gibt ja keine Verpflichtung, jedes Video zu gucken. Was ich schön fände oder finden würde, nochmal wieder in Bezug auf YouTube, ist natürlich die Kommentare. Also ich mag es total gerne. Ich mag es lieber, einen Kommentar zu kriegen als eine E-Mail. Bei den E-Mails bin ich auch ein bisschen langsamer. Da sind sicherlich auch noch ein, zwei, die ich noch nicht so ganz ausführlich beantwortet habe. Da kümmere ich mich auch noch drum, verspreche ich auch. Bei den Kommentaren kann ich das schneller, weil ich bin dann im YouTube eh drin und dann geht das eigentlich ja, leichter aus meiner Hand, als wenn ich E-Mails beantworte. Aber gut, jeder wie er mag. Und ich kriege ja auch gerne E-Mails mal. Ich habe ja die Adresse auch unter jedem Video drunter. Ja, also PV-Anlage, wie gesagt, steht einigermaßen kurz vor der Realisierung. Hoffe ich wenigstens. Wenn die Gerüste dann gebaut sind, gebe ich dem Installateur Bescheid, dass er mir sagen kann, wann er kommt. Und naja, gut, heute ist der 14. Ich schätze, nächste Woche, wenn wir es fertig haben, um die 20. Ich glaube nicht, dass er es noch diesen Monat schafft, dann wird es wohl Anfang Februar. Ich hoffe, dass er pünktlich genug fertig ist, weil ja, da kommt ja das nächste Thema, meine Firma. Ja, meine Firma ruht ja im Moment, weil ja, es ist ja Winter. Die Blumen, ich sag mal, die Blumen schlafen im Winter. Es steht halt alles da, ist aber ja im Moment auch kein Bedarf. Und wir dürfen ja auch nicht, wir dürfen nichts verkaufen, wegen unserer Lockdown-Vorschriften. Wobei im Moment, wie gesagt, die Temperaturen draußen sind nicht frühlingshaft, also ist das auch ganz normal. Wir verkaufen im Januar eigentlich keine Blumen und im Februar eigentlich meist auch noch nicht. Das gibt es manchmal, wenn es dann ganz schön warm wird im Februar, dann sind wir schon mal angefangen, aber normal nicht. Das ist also eigentlich auch nichts Schlimmes. Das einzig Schlimme ist natürlich, dass wir Mitte Februar mit der Produktion anfangen, für den Sommer. Es geht immer so einen Tag vor meinem Geburtstag, am 14.02. ist immer ein Tag vor meinem Geburtstag, geht es immer los. Da sehe ich dann immer die ersten Tomaten aus. Und werde ich sicherlich auch mal filmen, weil das hatte ich, glaube ich, der Anne versprochen von Gewaltig Nachhaltig. Und ja, habe ich gedacht, wollte ich auch mal ein kleines Video zu machen. Ist genau das gleiche wie der, wer keine Gärtnerei-Videos oder Aussaat-Videos gucken möchte, muss das auch nicht schauen. Also nicht gleich deabonnieren, einfach überspringen. Ja, das ist so meine Firma, was angesagt ist. Da kommt sicherlich auch noch zu Problemen. Ich habe nämlich ja jetzt immer 3 Videos in der Woche, die ich hochlade. Am Montag, am Mittwoch und am Samstag. Und das weiß ich nicht, ob ich das zukünftig jetzt direkt noch schaffen kann. Es kann also auch sein, dass es dann mal in der Hochsaison Wochen gibt, wo nur ein Video von mir kommt. Ich hoffe, dass ich mindestens 2 schaffe. Ich kann das aber, wie gesagt, nicht versprechen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viele Themen sich so ergeben.
Es kommt ja jetzt als nächstes irgendwann dann, wie gesagt, der Gerüstbau. Es kommen noch ein paar Planungsgeschichten, der Gerüstbau. Dann natürlich die Installation der Anlage. Das wird wahrscheinlich auch nicht in einem Video abzuhandeln sein. Das werden wohl auch ein paar mehr, weil die, glaube ich, auch 2 Tage hier sein wollen. Ich weiß gar nicht, ja, keine Ahnung. Dachinstallation kennt ja jeder eigentlich. Aber ich werde das mal versuchen, so gut wie möglich zu dokumentieren. Ich habe extra noch ein paar Akkus für meine Kamera gekauft. Ich hoffe, dass die nicht gerade dann kaputt geht, weil im Moment geht hier alles immer kaputt. Ja, das werde ich dokumentieren natürlich. Das ist ja auch von großem Interesse. Den Zählerschrank werde ich natürlich auch dokumentieren. Grüße an Thomas. Und dann müssen wir mal gucken, was danach ist, wie es dann weitergeht. Ja, vielleicht die erste Kilowattstunde dokumentieren, wenn der Zähler das erste Mal in die richtige, also die andere Richtung, sich bewegt und eine Kilowattstunde ins Netz speist. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf. Also ich weiß gar nicht, ob das bei allen so ist, aber dieser Gedanke, dass das jetzt bald soweit ist, ist irgendwie schön. Also ich denke, dass mir das Freude machen wird, mal einmal am Tag vielleicht auf den Zähler zu schauen und zu schauen, wie viel da schon ins Netz geflossen ist von meiner Anlage. Gut, im Moment ist es nicht so schlimm, dass die Anlage nicht auf dem Dach liegt. Hier ist eigentlich immer grau, hier ist immer Regen im Moment. Und ja, das ist dann auch mein Problem. Meine Baustelle hinten auf dem Grundstück, das ist also ein Trauerspiel. Ich komme da nicht weiter. Weil immer, wenn ich dann da raus will, wenn ich da ran will, wenn ich denke, jetzt geht's gerade, dann kommt der nächste Regenschauer und alles steht wieder unter Wasser. Ich bin also mehr am Pumpen als am Arbeiten. Und ja, ich denke, ich muss da irgendwie einen Abschluss reinmachen, dass das irgendwie erstmal wieder geht. Und dann wird das wohl erst im Sommer wieder weitergehen mit dem Bereich. Ob ich da Videos zu mache, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe da ja bis jetzt noch keine gemacht, außer dem Rundgangsvideo. Vielleicht mache ich im Sommer auch nochmal einen Rundgang oder auch noch mehrere, wenn die Blumen mehr blühen. Und vielleicht dann auch nochmal eben nebenbei durch die Baustelle, wie es dann aussieht. Es hat sich jetzt auch noch ein bisschen was getan, so ist es nicht. Aber es ist also lange nicht so, wie ich es haben wollte. Und das ärgert mich dann auch immer ein bisschen. Ja, dann sind wir auch schon so ein bisschen im persönlichen Bereich, persönlicher Ärger. Ja, hat auch was mit der BV zu tun, also mich ärgert das mit dieser Speicherförderung maßlos. Es ist jetzt gestern ist mein Video dazu rausgekommen, Speicherförderung Niedersachsen, und dass das nicht so richtig läuft. Witzigerweise hat sich genau danach, also genau gestern, irgendwas getan. Also ob es ein Zusammenhang ist, ich glaube es nicht, aber es sind... Ich glaube nicht, dass einer meiner 100 Abonnenten bei der N-Bank ist. Aber bei der N-Bank gibt es jetzt zu jedem Antrag auch einen Bearbeiter oder als Bearbeiter steht da Eingang. Das heißt, die da jetzt einen Bearbeiter stehen haben, sind jetzt auch in der Bearbeitung wohl. Und wo Eingang steht, das sind dann irgendwann die Nächsten. Die kommen dann auch irgendwann dran. Da gehen sie anscheinend auch nach dem Datum und nicht nach dem Datum der geplanten Installation, was ja sinnvoll wäre. Ich meine, ich kenne jetzt einen, der will eigentlich erst im März bauen, hat aber früh beantragt. Und bei mir steht im Antrag, dass ich ab 15. Januar baue. Bei ihm steht ein Bearbeiter, bei mir steht im Eingang. Also, naja gut, aber wir wollen mal nicht zu doll meckern. Es passiert offensichtlich jetzt doch langsam irgendwas. Meine E-Mail zum Ministerium ist natürlich noch nicht beantwortet. Mein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn, damit das nicht förderungsschädlich ist, wenn der Installateur kommt, ist auch nicht beantwortet worden. Ist jetzt auch schon über, naja, es sind 1,5 Wochen, glaube ich, oder na, fast 2. Ist auch schade. Und ja, das ist so der persönliche Ärger. Dann, ich weiß gar nicht, wie geht euch das eigentlich mit dieser komischen Krise? Habt ihr das auch, dass jetzt jeder Kopfschmerz, jedes Hüsteln schon gleich so eine kleine Angst auslöst? Also, ich fühle mich die letzten Tage irgendwie nicht so gut und dann ist irgendwie, naja, dann habe ich da so ein bisschen Paranoia entwickelt. Es könnte ja doch mal sein. Aber eigentlich habe ich mich an alles gehalten, habe auch eigentlich immer Abstand und gehalten und bin auch viel zu Hause. Und ich denke nicht, dass das was ist. Wenn plötzlich nur noch ein paar Videos kommen und ich nie mehr kommentiere, gut, besucht mich im Krankenhaus oder auch nicht, nein, lieber nicht. Wird es aber nicht sein, also ist alles gut. Ja. Ich glaube, das war es im Groben und Ganzen. Und wie gesagt, was mich freuen würde, wäre, wenn ihr jetzt mal kommentieren könntet, was ihr euch noch an Themen vorstellen könnt. Ich meine, ein bisschen was ist, wie gesagt, habe ich auch schon auf dem Zettel. Vielleicht kommen ja sogar die Themen, die ich hier auf dem Zettel habe. Und ja, dann müssen wir mal gucken.
was dann, wie lange es noch dauert, bis dann die ersten Schritte auf meinem Dach passieren und ich dann darüber Videos erstmal machen kann, weil das wird mich auch freuen, wenn die dann da sind und dann mal hier ein bisschen was passiert. Das war's dann für heute auch und ja, ich hoffe mal, dass ihr dann die nächsten Videos auch guckt. Abonnieren könnt ihr, wenn ihr es noch nicht habt. Schaut mal das Video dann auf jeden Fall auch vom Felix von Money for Future. Weiß nicht, ob es für euch interessant sein wird, aber naja, mal gucken. Ihr könnt ja mal ein bisschen was dazu kommentieren. Und ansonsten bis demnächst. Ciao, ciao.